wenn ich Ihr Chefarzt bin, lasse ich dich weiter operieren. Du kannst am Operationstisch bleiben, es sei denn, dein Zustand verschlechtert sich. Verschwinde! Vor uns liegen schwierige Zeiten. Schon jetzt ist die Situation im Krankenhaus angespannt. Herrgott, es geht doch hier um unseren Arsch. Die Stadt drängt uns da in eine Rolle hinein, die nicht abgesprochen war. Ich glaub's ja nicht. Du hast Angst. Na klar, hättest du keine Angst, wenn du dreimal am Tag einen Anruf von der Bank bekommst? Ich habe einen Menschen falsch eingeschätzt, den ich glaubte, gut zu kennen. Nur eine Frage, Herr Chefarzt. Würden Sie mir sagen, was Sie im Moment über mich denken? Das würde ich doch jetzt lieber für mich behalten, Herr Direktor.